Heide! 1982, Regensburg, Krankenhaus St. Josef. Der Heider wird in die Welt geworfen, als wäre ein kleiner bayerischer Footballer. Jetzt haben wir die Hände am Tisch hochschlagen. Egal, wächst mit Filmen wie E.T., die Goonies, Blade Runner, Breakfast Club, Stand By Me, Gremlins und auf. Und lernt diese zu lieben, als wäre ein kleiner bayerischer Verliebter Football. Ja, und dementsprechend habe ich auch irgendwie eine Schwäche für die 80er, aber auch für Filme und Serien, die das Flair eben jenes Jahrzehnts einfangen wollen. Stardust for Ten zum Beispiel, Stranger Things, Adventureland etc. etc. Und bei so einigen klappt das tatsächlich recht gut, bis hervorragend. Bei anderen hingegen wird sich so sehr auf Nostalgie-Momente, 80er-Verweise und Zitate konzentriert, dass das Endprodukt einfach nur leer wirkt. Summer of 84 ist für mich so ein Fall. Die vier Teenager Davy, Eats, Woody und Faraday verbringen den Sommer des Jahres 1984, wer hätte es gedacht, in dem kleinen Vorort Cape May, wie typische Teenager eben, also über Filme und vor allem über Frauen reden. Hauptobjekt der Begierde ist vor allem das Nachbarsmädchen Nikki. Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein, denn ein Serienmörder, der sogenannte Cape May Slayer, meuchelt unschuldige Teenager. Allerdings hat der fiese Halunke seine Rechnung natürlich ohne Davy und seine Freunde gemacht, denn die haben bereits einen Verdacht, wer der Killer sein könnte. Wayne Mackey, seines Zeichens Davys Nachbar und Polizist. Ja, ähnliche Plots kennt man ja bereits aus Filmen wie Das Fenster zum Hof, Disturbia und so weiter. Aber nicht jeder Film muss sonderlich originell sein. Oft reicht ja schon eine interessante Figurenkonstellation. Nur leider fehlt die auch bei Summer of 84. Stattdessen kriegen wir die typischen Klischee-Abziehbildchen. Der schüchterne Normalo, der Rowdy, der Nerd und der Dicke. Ich habe eigentlich nur noch auf den asiatischen Erfinderjungen gewartet, aber hey, auch die Goonies sind keine massiv tiefgründigen Figuren. Solange allerdings die Chemie zwischen den Darstellern stimmt, oder? Ja gut, aber auch das hat Summer of 84 leider nicht zu bieten. Grundsätzlich liefern die meisten Darsteller einen ordentlichen Job ab, allerdings kommen sie eben nicht gegen das Drehbuch an. Und so bleiben einem die Hauptfiguren fast durchgehend, sorry, scheißegal. Und schamgetränkte Dialoge findet man so gut wie überhaupt nicht. Gerade die Gespräche zwischen Davy und seiner Flamme Nikki sind dermaßen hölzern und aus der Klischeeschublade gezogen, dass es nicht mal mehr unfreiwillig komisch ist. Die meiste Zeit wird allerdings eh nur zitiert, denn Summer of 84 will den Zuschauer so unbedingt wissen lassen, dass es sich hier um die 80er handelt. Der Film könnte auch das 84er Holzhammer-Massaker heißen. Man muss den drei Regisseuren des Films zugestehen, dass sie aus dem schmalen Budget vor allem optisch einiges rausholen. Und dass grundsätzlich Potenzial vorhanden ist, konnte man schon in ihrem Erstlingswerk Turbo Kid erkennen. Oder Turbo Kid? Turbo Kid. Aber Potenzial hilft eben nix, wenn sich alles nur noch stumpf um Referenzen dreht. Natürlich müssen ständig Filme zitiert werden, natürlich müssen Walkie-Talkies benutzt werden, natürlich muss die Einleitung einen Jungen in der Kleinstadt auf einem Fahrrad zeigen und natürlich müssen Synthesizer-Klänge verwendet werden und zwar so lange und so penetrant, dass ich eigentlich nur noch auf eine Einblendung gewartet habe und zwar in riesigen neonfarbenen Lettern. Das sind hier gerade die 80er. Hallo, die 80er, da gab's nichts anderes. Von den Logiklücken im Plot will ich jetzt aus Spoilergründen nicht anfangen, aber auch hier gibt's etliche Kopfschüttler, wenn man nicht wirklich beide Augen ganz fest zusammenkneift. Den schlimmsten Fauxpas allerdings erlaubt sich Summer of 84 beim Bösewicht. Während ähnlich gelagerte Filme einige falsche Spuren legen und manchmal sogar weitere Verdächtige ins Spiel kommen lassen, um den Zuschauer ein ums andere Mal daran zweifeln zu lassen, ob der Ursprungsverdacht auch wirklich berechtigt ist oder nicht, pfeift Summer of 84 drauf und sagt, na, Überraschungen, das war Sache für Babys und Kommunisten, gell? Und es ist einfach nur schade, denn Summer of 84 zeigt gerade ab dem großen Finale plötzlich Mut und pfeift auf so einige typische Genre-Regeln und lässt den Zuschauer mit einem ganz anderen Bauchgefühl zurück als ursprünglich erwartet. Und das stimmt mich tatsächlich ein wenig traurig, würde ich sagen, denn hätte Summer of 84 schon früher den Mut, die gängigen Erwartungen ad absurdum zu führen und sich nicht selbst in Genre-Zitaten zu ersaufen, dann hätte der Streifen so viel mehr werden können. Eigentlich nur eine 4, aber wegen meiner verklärten Nostalgiebrille eine 5 von 10 schlecht platzierten Walkie-Talkies.